Wir sind mittendrin am Anfang des Finales von The Following und irgendwie habe ich das Gefühl, hier sind noch drei, vier Leute. Hat das nicht gespeichert, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Dying Light The Following. Ja toll, wird man direkt wieder angeschossen. Wo ist denn der jetzt? Ich weiß, ich muss vorsichtig vorgehen. Denn wenn die uns von zwei Seiten erwischen, dann war es das mit uns. Ist der jetzt rechts rumgelaufen, der Arsch? Ja, da ist einer, aber noch hinter einer kleinen Wand. Da ist niemand. Links von uns auch nicht. Da hinten schießt einer. Jetzt steht er auch auf. Ja, die bekommen auch so viel Schaden wie wir. Das finde ich auch ganz gut, dass es immerhin relativ gleich ist. Aber die sind eben in der Überzahl. Ich finde es ja auch blöd in Spielen, wenn man 12 Magazinschüsse aushält und dann erst stirbt, weil da frage ich mich einfach, ja, es ist zwar ein Spiel, aber doch ganz schön unrealistisch. Und hier ist es einfach mal schwer, weil wir eben auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spielen. Und deswegen muss ich mich noch etwas gewöhnen. Gewöhnen bei Folge wie viel? 63? Nee, ist auf jeden Fall ein tolles, ein anderes Erlebnis. Hat er jetzt was geworfen, eine Granate, oder war das die treibende Musik, die so geknallt hat? Da unten ist keiner. Ich schaue immer mal wieder, ob die ihre Position verändern. So, da unten zwei. Hier hinten ist gar keiner. Und die kommen jetzt hochgerannt. Hä, was? Sind die jetzt schon oben? Ja. Na, den Kopf würde ich ganz gerne treffen und ich würde gerne nicht sterben. Okay, ausharren, weil Medkit muss noch arbeiten. Hätte mir vielleicht wirklich noch aus dem Lager was holen sollen. Oh, ich habe ihn tot gemacht. Finde ich gut. Wir haben noch ein paar dabei. Sind immer noch zwei. Der guckt doch hier drüber, oder? Oh, oh, Alpha. Hey, hallo, geht's noch? Dann den Überlebenden einsetzen. Gucken, ob er hier uns jetzt gleich von links oder rechts überraschen will. Oh, das war wieder eng. Ja, es sind immer noch zwei. Ich habe den eben nicht klein bekommen. Der rennt jetzt wieder runter. Medkit wird nicht reichen, deswegen gleich das nächste hinterher. Ach, hier ist, oben ist auch noch einer. Mann! Das sind noch drei. Blutfleck, geh bitte von meinem Augapfel. Das wäre sehr nett. Ach, da! Sag das doch mal, wo du bist. So, der ist weg. Auf jeden Fall liegt da jetzt ein Körper und der bleibt da auch liegen, ja. Hm, der schießt schon. Ach, da hinten ist noch einer. Ich komme nicht weg. Noch ein Medkit. Eieiei. Hier, durch das Grün kann ich ihn doch bestimmt anschießen, oder? Jo. Der sieht uns nicht wirklich. Weil er nicht so einen guten Überlebenssinn hat, nicht so einen guten Instinkt wie wir. Ha. Und die sind auch in der Überzahl, das ist ja ziemlich unfair. Ich sehe gerade rechts und links niemanden von uns, nur noch der. Wenn ich jetzt nach vorne gehe, überrascht er mich doch. Also irgendein anderer. So, da ist jetzt was weg. Oh, wir haben gar keine Munition mehr. Deswegen hat er jetzt auch gerade nicht nachgeladen. Eieiei. Hm, nehme ich jetzt erstmal die Schrotflinte. Da ist noch einer auf der Karte. Bloß das Ding ist nicht so gut auf die Distanz. Ist der jetzt schon oben? Medkit hat soweit gut geheilt. Da hinten, okay. Das Mündungsfeuer hat dich verraten, Junge. Wo muss er jetzt hin? Da ist noch was. Und hier sitzt niemand mehr? Hm. Der jetzt runtergerannt. Was für ein Schlingel. Ich würde gerne die Munition aufnehmen, aber ich will hier auch nicht hängen bleiben. Ah, ich traue mich gerade nicht, weil nochmal sterben, je nachdem. Da ist er. Ja, auf die Distanz ist das Ding Mist, aber es hält ihn immerhin vom Schießen ab. Das ist der Vorteil. Ich könnte auch den Bolzen verwenden. Ich habe ja noch eine Pistole. Und den Revolver. Halt. Kommt der jetzt an? Ich vertraue dem Sack nicht.
Geh ich mal kurz hier. Oh, was? Ich höre Schüsse. Von wo? Oh, hinter uns. Ich wollte jetzt gerade mal den Revolver auswählen. Ah, etwas Munition haben wir bekommen. Könnten wir zumindest mal den hier oben wegmachen. Ja, Kopfschuss. Schnell hin, der andere ist ja wohl unten. Ist hier auch Munition dabei? Oder nee, das nehmen wir automatisch auf. Boah, schön, das reicht erstmal. Ja, ein hitziges Gefecht. Wo ist der jetzt? Ich gehe mal hier in den Schatten, da sehe ich das Orangene besser. Nehmen Sie die Ampullen an sich. Ja, habe ich schon die ganze Zeit im Blick, aber sterben will ich auch nicht. Wurfäxte, super. Ich nehme die Gewehre mal kurz mit, denn die bringen immerhin Geld. Hier ist Khan, den können wir nicht durchsuchen. Ich hoffe, der schläft nicht bloß, der macht nicht noch mehr Unheil. Wir müssen die Dinger hier suchen. Eine. Aber es heißt ja die Ampullen, also Mehrzahl. Hier ist aber noch eine, sonst wäre die treibende Musik schon weg. Oder es kommen jetzt immer mal wieder neue, weil die wissen, dass wir hier sind und wollen uns einfach tot machen. Ist hier noch eine Kiste? Nein. Vielleicht hier in der Spitze, was ich übersehen habe. Nicht, dass hier noch einer hochkommt. Ach, das Gewehr, ich dachte schon. Das sind noch seine Überreste, schön verpackt. Bin ja auch schon wieder außerhalb des Kreises, sehe ich gerade. Das ist bloß ein Stück Turm. Jetzt bin ich hier am Rand. Das ist hier der Rand, wo ich gerade bin. Hier in der Mitte war ich schon. Schwierig zu finden, als ob wir wieder Ostern hätten. Letzte Folge Silvester, jetzt Ostern. Also runtergefallen soll das nicht sein, weil das wäre zu weit weg. Hier ist auch noch in Ordnung, laut Karte. Wird doch wohl nicht in dem Restturm sein, oder? Also wir haben bisher eine Ampulle. Wir brauchen ja mindestens auch eine weitere. Ich war doch hier schon, Mann. Da war was. Ach, der Tank. Ach, und Gewehrmunition. Leider keine Ampullen, nur Nägel. Ach, das Gewehr schaut noch durch. Hier ist auch keine drin, schade. Ja, wo denn noch? Hier sind wir außerhalb. Die Musik ist immer noch so treibend. Vielleicht steht irgendwo unten einer. Also gerade eben haben wir die doch hier gefunden, oder? Liegt hier noch eine zweite? Das finde ich gerade etwas seltsam. Voll, voll, voll. In der Kiste ist auch nichts und die ist auch außerhalb. Tja, finde ich gerade nicht so schön, dass man die so schwierig findet. Allzu blind dürfte ich auch nicht sein, hoffe ich. Hier irgendwo im Gras, im Gebüsch. Vielleicht kommt eine Einblendung hier, wie aufnehmen. Tja. Suchen wir hier ewig. Ich glaub's ja nicht. Schon wieder außerhalb. Das Gebiet ist nicht groß, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich was finde, ist auch nicht sonderlich groß. Hier hinten ist sowieso nichts. Hast du doch noch was dabei? Was ist das? Nee. Gib mir. Gib mir. Wenn ich mal kurz hier rausgehe, kommt dann was? Nee. Weiterhin dieser Kreis. Reingehen darf ich immer noch nicht. Könnten wir denn nochmal hoch? Vielleicht ist ja wirklich was in der einen Ecke hier oben. Nein. Hier drin. Oh Mann, das Ding hat es jetzt zerwürfelt. Moment. Loslassen. Ist hier noch ein Fenster? Ja, hier. Ich schaue da jetzt mal oben nach. Ich glaube, hier darf man nicht mehr rein, oder? Jetzt rutschen wir jetzt. Drücke ich nicht Leertaste, ansonsten schmeißen wir uns weg. Ich würde gerne darüber, aber darf ich da nicht mehr oben rein? Es scheint mir so, ne? Ich darf da nicht mehr oben reingucken. Das ist nicht für die Spieler vorgesehen. Das Gitter ist jetzt auch weiß. Aha.
glaube nicht, dass das hier noch in dem kleinen Fitzelturm ist, aber ich würde es ganz gerne mal ausschließen. Hier wäre noch ein Fenster, letzte Chance. Können wir da drüber? Nee, wir dürfen nicht mehr oben rein. Gut, dann lasse ich es auch sein. Aber was machen wir jetzt? Müssen wir was hochheben? Nee, natürlich nicht, aber könnte ja sein, dass die Ampulle unter so einem Stück Stein liegt. Ist auch schon weit außerhalb. Ja, ich glaube, ich mache einfach mal eine kleine Pause und suche einfach für mich nochmal. Und wenn ich was gefunden habe, dann klinke ich euch wieder ein, weil hier ist die Kiste. Ach, die waren alle da drin. Ich mache doch keinen Schnitt. Zur Hölle, Arschlöcher! Oh nein! Was? Hier ist Crane, hörst du mich? Die Fionen sind zerstört, ich konnte nur ein paar wenige retten. Und Drais Männer sind zu euch unterwegs. Hörst du mich? Crane, komm! Hallo! Oh, die sind schon da. Scheiße, ich sollte mich lieber beeilen. Machen wir das doch mal. 15.000 Erfahrungspunkte, das waren die Autos von denen. Halt, hier gibt's doch schon Benzin. Erreichen sie den Dammeingang vor den Banditen? Gibt es hier eine zeitliche Begrenzung? Ja, gibt es. Okay, wo war unser Auto da hinten? Oh Gott, 2 Kilometer. Ja, das nächste Mal in die rechts. Den Rest der Schachtel auch noch durchsuchen. Toll. Och nö. Raketen fliegen auch noch. Jetzt sind die ganze Straße hier unterwegs, oder was? Das mag ich ja nicht. Hallo. Wie viel die uns Schaden zufügen? Hätte ich doch schon Käfig 3 einbauen sollen. Naja. Stehen die jetzt wirklich bis zum Damm hier oder kommen die uns jetzt noch entgegengefahren? Oder stehen die bloß am Leuchtturm? Ich glaube bloß letzteres, oder? Das ist ein Gasmann. Das war doch einer mit Bimbos. Ne, da ist wieder einer von denen. Das sind sogar 2 mit Gewehren. Lebensmäßig sind wir wieder ganz gut beisammen. Damm ist da hinten. Ja, das sind brennende Zombies. Warum die Aggros jetzt auch immer brennen? Wir müssten mal rüber. Boah, hallo, pass doch auf, wo du hinschießt. Was war hier? Eine Sprengfalle oder wie oder was? Hä? Haben die uns mit der Rakete erwischt? Auf jeden Fall verlieren wir keine Erfahrungspunkte. Seit dem letzten Sterben müssten wir ja wieder welche gesammelt haben. Na gut. Nur einmal kurz gedrückt und dann los. Mal schauen, wann ich mir Medkit bastel. Wahrscheinlich dann, wenn es wieder zu spät ist. Ja, was ich beim Finale des Hauptspiels schade fand, dass wir mit diesen blöden Quicktime-Events dort agieren konnten, wo ich mich ja gewissermaßen auswendig durchgehangelt habe. Das fand ich ziemlich blöd. Also wenn, dann muss man das ganz oder gar nicht machen. Entweder schön inszeniert oder man lässt es einfach gut zu steuern. Dem Spieler selbst überlassen. Man lässt es selbst überlassen. Mal schauen, wie die das jetzt hier gelöst haben. Bei The Following. Das ist eine Rama. Vorhin war es einer mit Bimbos. Ich fahre mal den gleichen Weg. Ich glaube, der hat uns mit der Rakete erwischt. Nicht, dass da auch eine Sprengfalle war. So, ihr seid immer noch hier. Oh Gott. Hier hat ja einer geschossen vorhin. Dann hat er uns, als ich einfach langsam war, getroffen, nehme ich an, oder? Oder das war das Wort Faster. Wo sind wir denn gerade? Oh Gott, ich glaube, wir sind auf dem Waggon. Ne, nicht ganz. Weiter geht's. Stimmt, hier musste man rüber. Dass unser Wagen alles abhalten muss. Uiuiui. Zeitlich 4,5 Minuten sollten wir hinbekommen. Na, Nitro will ich mir für den Fall der Fälle aufhalten, falls wir aufgehalten werden. Sprich, wir bleiben wo stecken und neben uns sind welche, die uns anschießen können. Wie weit will ich hier noch entlang fahren? Ups, da war was. Gute Frage, ist hier schon was? Hier ist noch Wasser. Oh. Ich fahre mal so langsam am Wasser entlang. Wir müssen ja zum Damm, also ist der Fluss ja zielführend. Vielleicht sind wir jetzt auf der falschen Seite. Na wohl, nee. Upp, nein, nicht ins Wasser. Hier sind gerade keine von denen positioniert. Das finde ich super. Wie viele Bäume ich noch treffe? Hier ist Straße, ne? Ja, dann fahre ich da auch mal lang. Hier ist Stinke. Ja. Yep. Sah erst aus wie nur Wasser, aber war nicht so. Hallo. Ach, ein Spucker.
600 Meter und noch 3 Minuten 30. Könnt ihr euch noch an den Zahlencode von Attila erinnern? In seinem Brief, ich habe ihn mir noch aufgeschrieben. Den hätte ich für den Fall der Fälle zur Hand. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich habe ihn einfach mal spontan aufgeschrieben. Fast stehen geblieben. Und wir müssen noch eine Entscheidung treffen. Diesmal wirklich. Entweder oder. Oder wird uns das einfach wieder vorgehalten, dass wir uns entscheiden könnten, aber letztendlich gar nicht können. Das sehen wir einfach mal. Ich bin da einfach gespannt. So, wir müssen jetzt da hoch. Super, klettern. Steige ich mal hier aus, hier ist er gerade offen. Aha. Sieht ungesund aus und es regnet auch noch leicht. An dem roten Gerüst entlang, nehme ich an. Ach Gott, hier schießen wieder welche. Oh nö. Und wir müssen in der Zeit da oben sein. Und wir haben gar nicht so viel Munition. Ich treffe ihn gar nicht. Das finde ich nicht gut. Hier steht bloß einer, ne? Dann nehme ich mal kurz seine Munition mit. Danke. Ist zwar nicht viel, aber immerhin. Jetzt heißt es klettern, klettern, rauf und weh. Und jetzt schießt einer über den Haufen. Das wär's ja. Weil hier oben sind wir heute da ungeschützt. Das Gestänge. Ne. Jetzt müssen wir, glaube ich, außen entlang. Jupp. Na, ich will hier entlang. Das sieht mir schon so nach Leiter aus. Komm, Crane, schneller. Noch 2 Minuten. Jetzt geht's hier noch weiter, ja. Dann bleibe ich hier. Aggro-Schein. Hoch. Höher. Am höchsten. So, hier sind wir oben. Jetzt müssen wir bestimmt nach links. Denn rechts ist nichts mehr. Ne. Katzensprung. Wir gedenken an Rahim. Oh Gott. Aber schön gezeichnet, der Weg. Da oben die Kante, dankeschön. Und gleich sind wir da und wir haben noch Zeit über. Finden Sie die Mutter. Steckt die Mutter hinter allem? Hm. Zeit ist weg, von daher komisch, ne? Warum die zeitliche Begrenzung... Oh. Etwas vorgeschoben war? Man will Spannung generieren. Nein, die sind ja noch da. Ich wusste es doch. Ist schön, da müssen wir später erst hin. Und du glaubst nicht, was hier drüben ist. Sprich. Dort ist ein großes Stadion. Da kommen wir hin, geil. Hey, ihr zwei. Ihr lebt noch? Oh, scheiße. Dann viel Spaß auf der anderen Seite. Das Stadion, kommt man da wirklich noch hin? Das fand ich ja schon in der Stadt so beeindruckend. Oh, ich bin zu hoch, ne? Weil uns wird was anderes angezeigt. Wir müssen nach unten. Hier ist nur Wasser, weil Staudamm eben, ne? Jetzt muss das wieder so regnen. Muss ich da wirklich nochmal ganz runter? Überleben wir das? Nein! Oh, ich hab C gedrückt, aber das war zu hoch für uns. So, wo kommen wir jetzt raus? Da, wo wir hin wollten? Oder ganz unten am Staudamm? Oder ganz am Anfang am Leuchtturm? Oh. Ja, das war ja mal ziemlich blöd. Da fällt man von da oben runter. Ich weiß gar nicht, was ihr noch gesehen habt. Und dann schmiert mir das Spiel nach über 150 Folgen mit dem Hauptspiel und nach über 100 Spielstunden überhaupt das erste Mal ab. Aber finde ich gar nicht mal so schlimm. Kann ja mal vorkommen und immerhin das erste Mal. Also, Moment, halt. Bevor ich da reingehe... Noch mal kurz nachgeschaut, ich werde noch was herstellen. Medkits habe ich ja schon angesprochen, die brauchen wir nämlich jetzt ganz bestimmt. Wie viel haben wir noch? Oh Gott, 6 mal 2 sind 12. Ich hoffe, das reicht aus. Dann machen wir das noch schnell und dann gehen wir da rein und dann eben auf zur Mutter. Wer steckt eigentlich dahinter? Kennen wir ihn? Sie? Bin echt mal gespannt. Ich stelle einfach alles her, was geht, denn immerhin ist Finale. Und ich kann mir vorstellen, dass wir die auch wirklich gebrauchen könnten. So, wie viel haben wir jetzt in der Zahl? 15 Stück. Ich hoffe, das reicht. Und wir machen einfach in der nächsten Folge weiter. In aller Ruhe. Mal schauen. Mal schauen, was dahinter steckt. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.